Herzlich willkommen, Immorob, Sonntag 18.18 Uhr. Wir wollen nochmal das Thema Garagen aufgreifen auf Eigentumsland. Das heißt, selber Land kaufen, Garagen bauen und vermieten, macht das Sinn oder nee? Wir wollen es mal ganz kurz heute zusammenfassen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video. Grundsätzlich muss ich sagen, macht erstmal alles mehr Sinn, als die Kohle sinnlos rumliegen zu lassen, irgendeine Lebensversicherung abzuschließen, wo man kein Geld mitverdient. Damit ist noch niemand reich geworden. Das heißt, grundsätzlich Investitionen interessant. Gerade das Thema Garage auf Eigentumsland ist deswegen interessant, weil wir haben schon einige Videos, glaube ich, dazu gemacht und die meisten sagen immer wieder, hey, bei mir gibt es keine Garagen. Das ist definitiv so ein Ossi-Ding. Bei uns gibt es Garagenhöfe ohne Ende, da kann man auch Geld mitverdienen, hat ein paar Risiken, wollen wir aber heute gar nicht drauf eingehen. Was kann ich denn tun, wenn ich sowas auf Eigentumsland bauen will? Es hat sich ein bisschen was geändert, warum ich jetzt so geteilter Meinung bin. Ich habe immer gesagt, dass es ein geiles Investment ist, weil wir haben ein Grundstück, wir haben eine relativ hohe Miete pro Quadratmeter, wenn du so eine Garage im Neubau für 100, 115 Euro vermietest. Hier haben wir einen kleinen Nachteil aus meiner Sicht mittlerweile und das ist A, der Zins, wenn du es querfinanzieren musst, der ist einfach höher und dadurch senkt die Rentabilität. Und wir haben Punkt Nummer 2, die Baukosten sind teuer geworden. Wir haben mal gerechnet und das ist kein Spaß, für 2.500 Euro eine Neubaugarage hinzustellen. Mittlerweile, und da holst du die unter Umständen schon aus Polen, bist du trotzdem mal schnell einen Zehner los für eine einfache Garage. Das ist alles jetzt noch nimmer, wo du sagst, das ist High-End und da passt auch noch kein Wohnmobil rein. Wenn ich das zusammenfasse, was muss ich denn für eine Miete nehmen, damit ich quasi den Grundstückspreis refinanzieren kann, am besten mit einem hohen Zins und dann noch die höheren Baukosten. Ich persönlich, und das ist auch schon vorweg, ich sage aber gleich noch dazu, wie man es besser machen kann, also auf jeden Fall dranbleiben. Ich persönlich würde jetzt dieses klassische Modell wahrscheinlich gerade nicht fahren. Dazu kommen ja zu den Nachteilen, die ich gerade aufgezählt habe, die neu dazu gekommen sind, die alten Nachteile, nämlich die hohe Stückzahl. Viele Mieter, weniger zuverlässig als normaler Wohnungsmieter und du musst die Verwaltung selber machen, weil ansonsten drückst du an der Verwaltung wahrscheinlich trotzdem 10, 15 Euro pro Garage ab. Das sind 15%, was relativ viel ist. Ich habe aber zwei Ideen, wie du es besser machen kannst und wie du tatsächlich Geld verdienst. Das erste Thema ist das Thema Lagerboxen. Lagerbox, keine klassische Garage, sondern eben eine Box, wo Leute was unterstellen können, weil auch in den Garagen stehen in der Regel keine Autos, sondern irgendwelche anderen Dinge. Und da gibt es mittlerweile wirklich tolle Modelle. Was ist der große Vorteil bei einer Lagerbox gegenüber einer normalen Garage? Der erste Vorteil ist schon mal, du kannst in die Höhe bauen. Bedeutet, du hast einen Grundstückspreis X und hast nie nur eine Etagenhöhe sozusagen, sondern kannst auch auf 4, 5 oder 6 Etagen bauen mit Fahrstuhl, Hubwagen, rein etc. pp. Gibt es bei uns in Dresden und mittlerweile überall in Deutschland. Die Lagerboxen selber sind natürlich top vermietet. An dieser Stelle kleiner Wink nach Jena, Mietbox minus Jena oder Mietbox Jena. Matthias, du weißt Bescheid und ihr auch, also Mietbox Jena müsst ihr mal eingeben. Da gibt es so eine Modelle, haben wir auch schon mal ein Video drüber gemacht, hauen wir euch jetzt hier noch mit rein. Wie sowas funktioniert, wie sowas aussieht, wie teuer sowas ist, finde ich ein geiles Modell. Wenn du das, wie gesagt, noch in die Höhe baust, dann hast du nochmal einen effektiveren Preis, was das Grundstück angeht, logischerweise. Und dann kannst du mit relativ hohen Mieten diesen Aufwand auch relativieren. Um die 7, 8, 9, 10% Rendite kannst du ohne Probleme machen, wenn du es selber machst, wenn du es kaufst. Auch das gibt es mittlerweile, Modelle, wo man einzelne Boxen kaufen kann, bist du irgendwo bei 5, 6% Rendite, aber dann kümmert sich jemand um die Vermietung, muss gar nichts machen. Auch das kann immer noch interessant sein. Also Punkt Nummer 1, Lagerboxen anstatt Garagen. Punkt Nummer 2, alte Industriegebiete, Gelände, Grundstücke kaufen. Egal, ob das ein kleines oder großes ist, wo vielleicht eine alte Halle draufsteht, einfach mal gucken, gerade in dem ländlichen Raum gibt es doch immer mal wieder Schnäppchen, wo du vielleicht mal 15, 20 Minuten von der Stadt entfernt bist, wo du irgendein altes Gebäude kaufst, was aber noch dicht ist, wo es nie reinregnet. Wenn du dann sagst, okay, ich unterteile und hab da Geschichten von Unternehmern gehört, die machen es ganz billig, die haben einfach Bauzäune reingestellt. Investitionskosten, die haben die Hütte gekauft, das Ding war meinetwegen 400 Meter lang und dann haben die eben aller 15 Meter, 20 Meter einfach Bauzäune gestellt. Da kannst du Wohnmobile reinstellen, kannst deinen Hänger mit dem Boot reinstellen, da kannst du deine Möbel einlagern, was auch immer. Relativ billig, ohne viel Tamtam. Wichtig dort, wenn du es gewerblich nutzt, brauchst trotzdem natürlich ein Konzept dazu. Das hier ist Thema Brandschutz. Wie gesagt, guckt euch unbedingt das Mietbox Jena Video nochmal an. Da hat der Matthias eben auch einiges dazu erzählt tatsächlich. Aber Fakt ist, aus solchen Industriegrundstücken, die vielleicht für einen klassischen Investor nicht geeignet sind, da könnt ihr was rausholen, da könnt ihr richtig Geld verdienen, wenn ihr mich fragt. Da ist eure Idee gefragt, vielleicht ein Stück Aufwand, was Genehmigungen etc. angeht und die Werbung natürlich, dass dann auch Leute kommen. Aber Fakt ist, das funktioniert. Also, kurzes Resümee am Ende.
Garage auf Eigentumsland kann man machen. Ich würde es jetzt aktuell nicht tun tatsächlich. Mietbox ja, Gewerbegrundstücke kaufen, umnutzen, kreativ sein, definitiv ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Hebel. Also macht euch da Gedanken und lasst das Thema Garage vielleicht aktuell außen vor. Und auch die Ossi-Garagen auf Pachtland werden immer unattraktiver, weil, wir hatten es ja schon mal gesagt, es gibt keinen Schutz im klassischen Sinne mehr, dass du das Ding nie enteignet bekommst. Also würde ich aktuell als Investment tatsächlich nicht mehr empfehlen. Ich danke euch fürs Zugucken. Abonniert mich, wenn ich euch gefalle. Oder wie war das? Ja, ich hoffe, ich gefalle euch. Genau. Ich habe mich extra schick gemacht, heute nochmal frisch rasiert. Also ihr wisst Bescheid, danke fürs Zugucken. Ne? Alles Gute und bis die Tage.